Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwesende aus ganz Bayern, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße des Ministerpräsidenten überbringen und meiner Freude Ausdruck verleihen, dass ich nicht abgesagt habe. Es waren, habe ich gehört, 6 Minister angekündigt. Die anderen 5 waren vielleicht schon mal da und haben gehört, was die Frau Inselkammer hier tut, wenn man hier sitzt. Und die Frau Inselkammer hat etwas getan, meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie zu Recht von ihr erwarten, was ihre Aufgabe ist. Und diese Aufgabe macht sie ganz hervorragend. Wenn da schon einmal einer da hockt von der Staatsregierung, dann gehört denen auch einmal der Kopf gewaschen, auch wenn der gar keine Haare mehr hat, Frau Inselkammer. Und jetzt habe ich eine Rede dabei, eine wunderschöne Rede, tagelang dran geschrieben. Und ich wollte die vortragen, vorlesen, verlesen. Und dann kommt die Frau Inselkammer, spricht in ihrem kurzen Vortrag, wie sie mir gesagt hat, so viele Themen an, auf die man antworten müsste, dass ich überhaupt nicht mehr dazu komme, meine Rede vorzutragen. Und liebe Frau Inselkammer, dann machen wir es so, ich stelle meine Rede ins Internet, in die Rubrik, die besten niemals gehaltenen Reden. Die können es dann nachlesen und sage jetzt ein paar Takte zu dem, was Sie gesagt haben. Ich möchte aber trotzdem nochmal alle herzlich grüßen. Sie, die in gastronomischer Weise oder als Hoteliers in ganz Bayern Verantwortung tragen vor Ort, die Sie heute gekommen sind, zu Ihrem Feiertag. Ich habe von dieser Veranstaltung schon viel gehört, aber wie grandios es wirklich ist, das kann man erst erleben, wenn man selber da ist. Und deswegen ein wunderbarer Feiertag der Gastronomie, liebe Frau Inselkammer. Sie veranstalten den. Und ich habe als Finanzminister ja oft erlebt, dass man die Aufgabe nicht ganz so dankbar hat, wie man sich das so vorstellt. Der Finanzminister muss alles bezahlen, was der Ministerpräsident oder die Fachminister versprechen. Und darum bin ich heute als Heimatminister gekommen, weil der Heimatminister ist der einzige Minister, der auch nichts versprechen kann, weil er genau weiß, wie hart das Zahlen geht, weil er Finanzminister auch noch ist, meine Damen und Herren. Und es ist tatsächlich so, eines, das sage ich schon auch stellvertretend für alle politischen Vertreter, die heute hier da sind. Abgeordnete, der Walter Nussel, euer Oberendbürokratisierer, der große Star, das ist Gott, ist mein Freund, wenigstens das spricht noch für mich. Aber Sie sollten eines schon tun, Politiker nicht daran messen, was sie Ihnen am Gastro-Frühstück, am Gastro-Tag einmal schnell versprechen, sondern sie sollen Politiker daran messen, was man dann eben auch hält. Und darauf kommt es auch an. Und ich sage das auch einmal, all denen, die noch nicht die Freude haben, so lange Minister sein zu dürfen oder dem Kabinett anzugehören, wie wir das machen. Lieber Georg Eisenreich, dich sehe ich jetzt auch noch. Sondern man ist immer geneigt, bei solchen Veranstaltungen das zu sagen, was die Leute gerne hören, um dann zu gehen und zu sagen, die werden es schon wieder vergessen. Aber meine politische Erfahrung der letzten 30 Jahre ist, dass man an dem auch gemessen wird, was man sagt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, eines sage ich Ihnen schon in aller Offenheit. Es gibt überhaupt nichts Leichteres, als heute zu sagen, alles, was die Frau Inselkammer gefordert hat, das werden wir erfüllen und dann nie mehr zu euch kommen. Mir ist es lieber, wir reden offen über die Dinge, die möglich sind oder nicht möglich sind und wir dürfen wiederkommen und bleiben miteinander im Gespräch. Und deswegen ist es tatsächlich so,
dass ich nicht nur in der Gastronomie, sondern in allen unternehmerischen Bereichen natürlich auch Gespräche darüber führen darf, was es im Bereich von Steuerpolitik, was es im Bereich der Unterstützung von Unternehmen möglich und gefordert und wo tun wir uns härter. Ja, und es ist wahr, Steuerpolitik wird in Berlin gemacht. Und ich kann Ihnen jetzt eine halbe Stunde lang sämtliche Bundesratsinitiativen aufzählen, die wir auch im Sinne, in Ihrem Sinne dort eingebracht haben, wo allerdings der Koalitionspartner in Berlin nicht immer genauso der Auffassung ist wie wir hier in Bayern, dass wir zum Beispiel im Bereich der Unternehmenssteuer Senkungen vornehmen müssen. Wir haben in Berlin zum Beispiel durchgestritten, den Umsatzsteuersatz für 7%, wofür Sie uns ja schon oft gedankt haben. Sie fordern das jetzt auch für Lebensmittel, für Essen, für aller Art, egal wo. Wir unterstützen das auch. Wir unterstützen das nachdrücklich und haben das in Berlin auch eingebracht, meine Damen und Herren. Und wir werden das auch weiterhin unterstützen. Darauf können Sie sich verlassen. Nur ich kann mich nicht hierher stellen und Ihnen versprechen, dass das auch kommt, weil ich in Berlin dafür auch eine Mehrheit brauche. Und deswegen, liebe Frau Inselkammer, ist der beste Weg, Erfolg zu haben, dass Sie nicht nur die schimpfen, die Ihnen helfen, das tun Sie auch gar nicht, ich habe es auch gar nicht als Schimpfen verstanden, sondern als verschärfte Aufforderung, weiterhin für Sie Unterstützung zu leisten. Und das machen wir, das sage ich Ihnen zu. Im Übrigen, eines habe ich bis heute noch nicht verstanden, liebe Frau Inselkammer. Wenn ich diese wunderbare Veranstaltung sehe, wenn ich schaue, was wir für Fremdenverkehr Geld ausgeben als bayerische Staatsregierung, so viel wie noch nie. Jetzt unser neues bayerisches Programm zur Modernisierung von Gaststätten. Der Vater des Programms sitzt ja da, lieber Franz Pschierer. Du bist hier heute der Superstar, du hast das Programm erfunden, ich darf es bezahlen. Eine wunderbare Arbeitsteilung, finde ich. Wunderbar hast du das gemacht. Danke, Franz Pschierer. Und wenn ich das alles so sehe, dann frage ich mich nur noch eines. Warum darf ich nicht als bayerischer Heimatminister zuständig sein für Gastronomie und Fremdenverkehr? Frau Inselkammer, warum haben Sie jetzt das nicht gefordert? Ich hätte Sie belobigt, ich wäre heute zum Ministerpräsidenten, hätte gesagt, die ganze bayerische Gastro-Szene möchte, dass endlich das Heimatministerium zuständig ist. Das haben Sie nicht gemacht, da müssen wir mal noch drüber reden. Weil dann wäre ich heute gelobt worden fürs Gaststätten-Sanierungsprogramm und ich hätte Ihnen sagen können, dass wir wirklich Wort gehalten haben. 2x15 Millionen, im Doppelhaushalt sind 30 Millionen für die ersten beiden Jahre. Es geht jetzt dann los, wenn der Doppelhaushalt verabschiedet ist. Ich gehe davon aus, dass dieses Programm auch rege in Anspruch genommen wird, dass wir auch wirklich damit einen kräftigen Schub machen können für die Unterstützung der Gastronomie, der Hotellerie in Bayern. Und meine Damen und Herren, es ist mir völlig klar, der Onkel, der kommt und einen Schokolade mitbringt, das kennen wir alle, der wird immer mehr beglatscht als die Tante, die kommt zum Klavierspielen. Jetzt ist der Onkel, der einen Schokolade bringt, heute Franz Pschierer. Und ich habe mir natürlich wieder anhören müssen, liebe Frau Inselkammer, wie kompliziert das ist mit der Steuer. Und jetzt muss ich Ihnen einmal ehrlich was sagen. Der bayerische Finanzminister wird in drei Sachen am meisten geschimpft. Erstens wird er geschimpft dafür, dass er zu viel Geld ausgibt von den einen. Zweitens wird er geschimpft, dass er zu wenig Geld ausgibt von den anderen. Und drittens wird er ständig ermahnt von obersten Rechnungshof, von der Opposition, manchmal auch, lieber Präsident, vom Bund der Steuerzahler, das sind ja auch unsere Freunde, die Steuerzahler, dass wir auch beim Steuervollzug natürlich Obacht geben müssen. Ich rede mich hier nicht raus. Wir sprechen über die Dinge alle gerne, die wir verbessern können. Aber eine Arbeitsteilung funktioniert natürlich auch nicht.
dass ich mir vom Rechnungshof und im Landtag ständig anhören darf, dass wir zu wenig Steuerprüfer haben, dass wir zu wenig Prüfungen machen, dass wir mehr Beamte einsetzen müssen, um Unternehmen zu prüfen. Und die anderen schimpfen mich dafür, dass wir zu viel prüfen. Das ist nicht ganz einfach und deswegen bitte ich schon um Verständnis. Es ist nicht so, dass wir die ganze Woche im Ministerium sitzen und überlegen, wie wir euch ärgern können. Aber es ist wie immer, der eine, der Steuer zahlen muss, hat weniger Freude dran als der andere, der aus bezahlten Steuergeldern Zuschussprogramme für was auch immer in Anspruch nehmen kann. Und deswegen müssen wir einen klugen Weg finden. Und deswegen, liebe Frau Inselkammer, haben wir ja schon gesagt, wir reden miteinander, wir schauen, was sich da machen lässt. Es ist keineswegs so, dass es einen Plan gäbe, des bayerischen Finanzministeriums Gastronomen zu ärgern. In keiner Weise. Und jetzt sage ich Ihnen mal noch etwas. Es ist ja auch nicht so, dass ein Finanzminister von Geburt auf Finanzminister war. Und ich habe bis zu dem Einzug in den bayerischen Landtag auch einen kleinen unternehmerischen Betrieb geführt. Zwar keinen so großen wie Sie, liebe Frau Inselkammer, aber immerhin habe ich selbstständig gearbeitet, bis ich 2008 Landtagsabgeordneter geworden bin und habe mich auch selber mit meiner Handyarbeit ernährt. Und deswegen dürfen Sie mir glauben, dass es nicht meine Motivation ist, Sie zu ärgern damit, dass wir Sie mehr prüfen, als sein müsste oder gar ärgern. Ich kann auch nicht mit jedem Steuerprüfer draußen unterwegs sein und es ist wahrscheinlich wie überall. Es gibt solche und solche und andere. Und deswegen werden wir über diese Dinge sprechen. Das sage ich Ihnen zu. Und eine Beschwerdestelle haben wir jetzt schon. Denn jeder, der sich von der Prüfung nicht gut behandelt fühlt, meine Damen und Herren, der landet ja sowieso mit einem Anschreiben bei mir. Jedenfalls habe ich das bisher so wahrgenommen. Und ich werde auch in Zukunft keinem ein Anschreiben verwehren und mich um jeden Fall auch kümmern. Jedenfalls die Frau Inselkammer hat ein neues Gebet erfunden. Im Hinblick auf die Finanzverwaltung, die Frau Inselkammer betet immer, Gott schütze dieses Wirtshaus vor Not und Feuer, vor staatlicher Planung und vor der Steuer. Frau Inselkammer, Ihr neues Gebet. Danke dafür. Meine Damen und Herren, ja, es ist wahr. Gastronomen, Sie, die Sie vor Ort Fremdenverkehr und Heimat gestalten, Sie sind die Träger von Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Tourismus und der regionalen Wirtschaft vor Ort. Ich darf als klassischer Bewohner des ländlichen Raumes Sie in diesem Weg auch weiterhin bekräftigen und bestärken. Wir müssen sehr darauf achten, dass diese bayerische Gastronomie ihr Gesicht behält. Und damit auch Bayern sein Gesicht behalten kann. Und deswegen danke ich Ihnen sehr dafür. Sie betreiben nicht nur einen wirtschaftlichen Betrieb, Sie betreiben auch Dinge, die diese Gesellschaft prägen. Sie betreiben Stammtische, Stammtische, wo Meinungsbildung stattfindet. Sie sind vor Ort Psychologe, Sie sind vor Ort Berater. Sie sind es, die dazu beitragen, dass dörfliches Leben noch funktioniert. Und es ist leider so, dass oft ein Dorf erst dann merkt, was es an einem Wirtshaus gehabt hat, wenn das Wirtshaus zugemacht hat. Und deswegen ist es wahr. Wir haben miteinander überlegt, was können wir denn tun. Und die überragende Bedeutung, liebe Frau Inselkammer, haben Sie schon dargestellt. Ich habe mir das einmal auch nochmal aufschreiben lassen. 28.000 Betriebe, 307.000 Beschäftigte, 10.000 Auszubildende, 10 Milliarden Umsatz. Es ist in der Tat so, dass all das, was Sie hier angesprochen haben, Sie zu Recht betont haben. Sie sind Leistungsträger, Sie sind diejenigen, die dazu beitragen, dass vor Ort die Gesellschaft funktioniert. Und Sie sind auch ein Ort, an dem die Menschen vieles lernen. Ich habe zum Beispiel sehr gestaunt, dass man, ich habe es jedenfalls früher so erlebt, früher hat man im Wirtshaus das Schafkopfen gelernt und das Warten gelernt, da hat man gewusst, wer ist der Alte und wer ist der Max und wer sind die drei Kritischen. Ich habe sehr gestaunt, als plötzlich der Kultusminister veröffentlicht hat,
Jetzt müssen wir Schafkopfen uns warten in der Schule lernen. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen schauen, dass unsere Kinder ins Wirtshaus gehen. Da sollen sie da wieder Schafkopfen lernen. Das Warten, da brauchen wir es nicht in der Schule machen. Übrigens, Freinselkammer, da bin ich genauso wie Sie einer Meinung. Ich bin auch froh, dass junge Menschen sich um Klima kümmern. Ich möchte auch haben, dass junge Menschen sich engagieren in der Gesellschaft und die dürfen auch demonstrieren. Aber am liebsten wäre es mir, wenn sie am Freitagnachmittag demonstrieren und wenn sie hinterher gescheit Hunger haben, dann sollen sie zum Essen gehen ins Wirtshaus und nicht zum McDonald's. Meine Damen und Herren, wir haben miteinander voriges Jahr ein tolles Projekt gemacht. Für das möchte ich mich auch noch einmal bedanken, liebe Frau Inselkammer. Wir haben unser Projekt gemacht, Wettbewerb Heimatwirtschaften, zusammen mit der DEHOGA. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die DEHOGA ihre Interessen, meine Damen und Herren, bündelt und vertritt und auch an uns heranträgt. Und ich danke auch für die Kooperation. So ein Projekt war nur deswegen möglich, weil Sie mitgemacht haben. Herr Dr. Gebhardt, Frau Inselkammer, meine Damen und Herren des Vorstandes, des Präsidiums, hier ging es um Wertschätzung. Und ich habe unglaublich positive Resonanz dafür erhalten, dass wir endlich auch einmal der Öffentlichkeit sichtbar dargestellt haben, was unsere Heimatwirtschaften leisten. Und liebe Frau Inselkammer, dass Sie in Ihrer eigenen Art so sehr hier bejubelt werden, das liegt ja nicht daran, dass Gastronomen gerne jubeln und gerne jemanden nachleben lassen. Aber Sie schaffen das offensichtlich. Sie haben das verinnerlicht, was wir längst wissen. Wirtshäuser, meine Damen und Herren, waren schon immer ein Ort, schon früher ein Ort von Emanzipation. Und Sie beweisen das. Ich gratuliere Ihnen zu so einer Präsidentin, meine Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, es hat sich viel verändert. Am Dorf und auch in der Gastronomie, ja, das ist wahr. Und ich weiß auch, dass Ihnen jeder Gast Freude bereitet. Manche eher, wenn er kommt, und manch anderer Gast eher, wenn er wieder geht. Das ist wahr. Nur Sie haben es geschafft, über all die Zeit mit der Zeit zu gehen. Denn wir wissen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Sie, die Sie hier sitzen, haben alle miteinander funktionierende gastronomische Betriebe und Sie haben sich den Herausforderungen gestellt, den Betrieb modernisiert und auch die Produkte, die Sie anbieten, mit hoher Qualität. Auch das ist etwas, wozu ich Sie durchaus ermuntern möchte. Sie bieten beste Qualität, dann sollten Sie auch dafür Wertschöpfung haben. Sie sind es, die Tag und Nacht arbeiten, selbst und ständig. Ich höre immer, Gastronomen und Hoteliers haben im Jahr nur 4 Tage Urlaub. Ich weiß das, Politiker auch, habe in meinem früheren Leben als Landwirt, habe ich auch nur 4 Tage Urlaub gehabt. Deswegen bin ich mir dessen schon bewusst. Und deswegen müssen wir eben sehen, dass die Dienstleistung, die Sie anbieten, auch bezahlt wird. Und bitte machen Sie eines nicht. Machen Sie nicht den Fehler, mit billigen Angeboten Leute zu locken. Diejenigen, die touristisch unterwegs sind, die Menschen, die Urlaub machen, die wollen auch ein Geld da lassen. Am besten bei uns in Bayern, weil nirgendwo ist schöner, dann sollen sie auch ein Geld da lassen, meine Damen und Herren. Und dass wir bei der Digitalisierung auch mithelfen, dass es funktioniert, schnelles Internet in ganz Bayern zu haben, möchte ich noch sagen dürfen, auch wenn am Internet so sehr erkennbar ist, wie manchmal nahe Fluch und Segen beieinander liegen. Auf der einen Seite sind Sie darauf angewiesen, Ihren Betrieb anzubieten, Ihr Angebot darzustellen, Werbung zu machen und natürlich auch zu kommunizieren mit denjenigen, die zu Ihnen kommen wollen. Auf den anderen Seiten, wenn man manchmal liest, was dann unverschämte Gäste ins Internet schreiben, an Beschwerden deswegen,
weil sie sich vielleicht da und dort nicht so gewürdigt fühlten, wie sie dachten, gewürdigt werden zu müssen, sieht man auch daran, dass es nicht immer ganz einfach geworden ist. Und deswegen meine Damen und Herren, auch hier, lassen Sie sich nicht alles gefallen, lassen Sie nicht alles mit sich machen. Und Ihr Verband hilft Ihnen dabei, auch die Dinge durchzusetzen in rechtlicher Hinsicht. Eines möchte ich noch sagen dürfen. Wir haben Wort gehalten. Und meine Damen und Herren, darauf kommt es an. Messen Sie einen Politiker nicht daran, was er Ihnen verspricht. Ich habe heute eine ganz einfache Rolle. Ich könnte heute sagen, liebe Frau Inselkammer, bei all dem, was Sie angesprochen haben, gibt es eigentlich nur eine Chance. Wir tauschen heute mal unsere Positionen. Die Frau Inselkammer macht einmal die nächsten 4 Wochen, 8 Wochen, ein halbes Jahr Finanzminister. Und ich werde dann endlich etwas, was ich mein Leben lang immer werden wollte. Präsident. Präsident, meine Damen und Herren. Und es sind ja heute so viele Präsidenten da. Unglaublich viele Präsidenten, sogar der vom Bund der Steuerzahler ist da. Und Regierungspräsidenten und Abgeordnete und Kabinettsmitglieder. Und auch sonstige Menschen, die gerne was essen, sind alle da. Aber viele Präsidenten, aber natürlich die Präsidentin der Präsidenten, die Frau Inselkammer. Also Frau Inselkammer, ein halbes Jahr mal tauschen. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was alles von dem, was Sie zu Recht für Ihre Branche hier fordern, durchgesetzt werden kann. Und deswegen überlegen wir miteinander geschickt. Wir haben versprochen, dass es ein Wirtshausmodernisierungsprogramm gibt. Das ist im Haushalt abgebildet, meine Damen und Herren. 30 Millionen Euro, das hätten andere auch gern, das dürft ihr mal glauben. Die Gastronomen haben es durchgesetzt, die Dioga hat es durchgesetzt. Seit 2010 die 7% Umsatzsteuer bei den Beherbergungsleistungen. Immer noch Debatte in der politischen Diskussion. Und ich sage Ihnen eines, unser Koalitionspartner in Berlin ist nicht der Meinung, dass man das nicht zwingend wieder rückgängig machen könnte oder gar der Meinung, dass man das noch ausweisen könnte. Ich sage Ihnen, das haben wir versprochen und wir stehen dazu. Die bayerische Staatsregierung wird daran nicht rütteln lassen, solange wir in Berlin regieren. Und darüber hinaus eben jetzt durchzusetzen, was Sie weiter möchten, dass eben die Umsatzsteuersenkung in allen Bereichen zutage tritt, insbesondere bei den Essensleistungen, ist etwas, worum wir weiter streiten. Es ist nicht im Koalitionsvertrag vorgesehen in Berlin, aber wir kämpfen weiter über den Bundesrat. Wir kämpfen weiter, liebe Frau Inselkammer, das haben wir zugesagt, bei der Entlastung von Auszubildenden, bei der Unterkunft und bei der Verpflegung. Ja, das tun wir. Wir haben den Antrag eingebracht, im Finanzausschuss des Bundesrates. Wir wollen haben, dass Lehrlinge in der Gastronomie, in der Hotellerie aufgrund der besonderen Situation vollständig bestreut werden von der Steuer- und Abgabepflicht im Hinblick des geldwerten Vorteils. Da kämpfen wir weiter. Da kämpfen wir weiter, aber ich kann es Ihnen nicht versprechen. Aber wir kämpfen. Wir kämpfen weiter, dass auch im Hinblick auf die Verpflegung, auf den Sachbezugswert bei der unentgeltlichen Zurverfügungstellung von Verpflegung durch den Arbeitgeber, wir zumindest das erreichen, was für Familienangehörige gilt, dass die Minderjährigen nicht in der vollen Höhe besteuert werden müssen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das möchte ich ganz zum Schluss noch anmerken. Wir kämpfen auch als bayerische Staatsregierung dafür,
dass Sie im Bereich der Facharbeitskräfte, wie in anderen Handwerksbereichen auch, ein wieder anderes Image in dieser Gesellschaft bekommen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn wir im Landtag uns oft den Vorwurf machen lassen müssen, dass in Bayern so wenig Menschen Abitur hätten. Ich kann es nicht mehr hören, dass uns als bayerische Staatsregierung ständig der Eindruck vermittelt wird, jeder Mensch, der mit seiner Hände Arbeit und mit schlauen Gedanken seines Kopfes einen Betrieb führt in Handwerk oder Gastronomie, sei sozusagen benachteiligt per se. Wir sind in Bayern das einzige Bundesland, das auch dazu steht, dass berufliche Qualifikation und akademische Qualifikation gleichwertig ist, meine Damen und Herren. Gleichwertig ist. Und wir haben eines getan. Wir haben erreicht, dass jemand, der in Bayern eine Meisterausbildung hat, genauso ein Studium aufnehmen kann, wenn er das möchte. Ein Meister in seinem Beruf kann bis zur Hochschule, bis zur Masterausbildung alles erreichen. 42% derjenigen, die in Bayern studieren, haben überhaupt kein Abitur am Gymnasium gemacht, sondern sind Georg Eisenreich über den beruflichen Bildungsweg bis zur akademischen Bildung vorgedrungen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Und selbst wenn man keine akademische Bildung hat, kann man in Bayern ein vernünftiges Leben führen. Genauso in der Gastronomie wie im Handwerk als Facharbeiter. Und dafür wollen wir auch weiterhin kämpfen, mit Ihnen zusammen. Es ist eine Unverschämtheit, immer so zu tun, als wäre ein junger Mensch, der nicht studiert, ein Mensch zweiter Klasse. Ich kenne unglaublich viele Handwerker, ich kenne auch viele Gastronomen und ich kenne auch Hoteliers und ich kenne viele Unternehmer, meine Damen und Herren. Die haben es mit beruflicher Qualifikation weitergebracht, als mancher, der nach einem erfolglosen Drittstudium immer noch versucht hat, einen Weg zu machen auf dem Arbeitsmarkt. Und so soll es auch bleiben. Und meine Damen und Herren, eines dürfen wir niemals zulassen, den Eindruck zu erwecken, als müsste man unbedingt promoviert sein, um in seinem Leben Erfolg zu haben. Wissen Sie, ich weiß aus der Politik eines, als Politiker ist man gar nicht so schlecht, wenn man keinen Doktortitel hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Frau Präsidentin, alles, was ich heute hier gesagt habe, wird eingehalten. Darauf kommt es an. Nichts versprechen, was man nicht halten kann. Wir reden miteinander, wir kämpfen miteinander. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Frau Präsidentin heute mit sehr lauter Stimme gesagt hat, dass sie nicht will, dass sich diejenigen in der Gesellschaft durchsetzen, die am lautesten schreien. Nur Frau Inselkammer, ihre Stimme war gar nicht laut, sondern sie war angemessen und richtig. Der große Beifall für sie hat gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind mit Yoga. Wirtshäuser und Wirte. Eine wunderbare Einrichtung in Bayern. Wir bleiben als bayerische Staatsregierung an Ihrer Seite. Glauben Sie nicht denen am meisten, die Ihnen am meisten versprechen. Glauben Sie denen am meisten, die mit Ihnen zusammen für Ihre Interessen streiten. Und als Finanzminister habe ich das Thema jeden Tag. Jeden Tag kommt jemand zu mir, der sagt, Herr Finanzminister, ich habe eine hervorragende Idee. Und ich sage dann immer, gell, Sie brauchen Geld. Und dann sagen die Leute meistens, ja, wie haben Sie jetzt das so schnell gemerkt? So könnte man es auch sagen. Und glauben Sie mir eines, auch nicht derjenige ist der beste Finanzminister, der jeden Wunsch jeden Tag erfüllt. Denn wenn ich jemandem einen Wunsch erfülle, muss ich das Geld, das ich dem einen gebe, erst dem anderen wegnehmen. Und meine Aufgabe ist es nicht, möglichst viel Geld jedem zu geben,
Meine erste Aufgabe ist es, auf Ihr Steuergeld aufzupassen, das ich Ihnen wegnehme, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist meine wichtigste Aufgabe. Und deswegen, das Gespräch wird bleiben. Ich danke, dass Sie trotz dem, dass ich nicht alles, was die Freie Inselkammer gefordert hatte, heute sofort zugesagt habe, mir zugehört haben. Ich danke, dass Sie heute nach München gekommen sind. Ich bin mir ganz sicher, dass die Freie Inselkammer und Ihr Präsidium mit mir noch viele Debatten führen wird. Nach dem, was ich hier heute erlebt habe, Freie Inselkammer, muss ich damit leben, dass Sie Standing Ovations erhalten haben und die Leute jetzt froh sind, wenn ich endlich zum Reden wieder aufhöre. Ich tue Ihnen den Gefallen, alles Gute der Gastronomie in Bayern, alles Gute dem Freistaat Bayern, Gott mit dir, du Land der Bayern.